So Leute, da sind wir wieder bei The Legend of Zelda, The Wind Waker in HD, ja in High Definition. So, erstmal ganz kurz hier Fischfutter kaufen, ne? Also, das wissen wir ja, im letzten Part haben wir ja festgestellt, dass Tetra in echt Zelda ist. Ja, das ist schon mal was sehr Krasses. Und außerdem haben wir auch nochmal ein paar, Fotos zu Minitendo gebracht. Und jetzt holen wir hier erstmal ganz kurz ein bisschen Fischfutter, damit wir auch mal wieder ein paar, Inseln eintragen können auf unserer Inselkarte, auf unserer Seekarte, besser gesagt. Denn, das wäre mir schon irgendwie wichtig, ja. Und wir sollen ja jetzt zu der Terra-Insel und zu der C4-Insel. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Wir können die Insel noch nicht betreten. Das habe ich ja schon im letzten Part angesprochen. Wir brauchen nämlich erstmal den Tornado. So, Moment. Außerdem haben wir Post. Guten Morgen. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Dieser Brief ging per Nachname. Oh oh. Das macht 201 Rubinen. Ist Ihnen das recht? Boah. Ja, wenn es sein muss. Per Nachname. Wer macht denn sowas? Sehr geehrter Herr Fee, vielen Dank für Ihren Kauf. Ich habe Ihnen die Wahnsinnskarte beigelegt, auf denen du einen Triforce-Karten und Splitter findest. Wahnsinn, oder? Ah, natürlich. Also mach dich daran, all die schönen Karten zu finden, damit ich mir einen Kopf über sie zerbrechen kann. Eines bitte ich aber zu entschuldigen, Herr Fee. Den Ort des letzten Splitters wusste ich nicht. Er scheint nämlich herumherzuwandern. Deshalb, sobald es Nacht wird, bitte nicht böse sein, Tingle. Interessant. Gut, wir haben die Wahnsinnskarte. Yay, damit können wir schon mal ein bisschen, Karten. Hier ist Ihr zweiter Brief. Ah, nicht per Nachname. Lukas, geht es dir gut? Ich schreibe dir diesen Brief vom Piratenschiff aus. Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber eigentlich sind alle sehr nett. Gonzo sieht groß und stark aus, aber weil Tetra nicht da ist, weint er die ganze Zeit. Nahezu wirkt ein bisschen eingebildet und es ist aber auch sehr nett und freundlich. Seneca sieht mit seinem Bart zum Fürchten aus, aber er erzählt lauter lustige Geschichten. Zuko ist aber leider nicht so nett. Mokko ist sehr ruhig und brav, aber wenn man ihn seine Brille wegnehmen will, regt er sich immer furchtbar auf. Mit Nico spiele ich sehr oft, aber trotzdem fühle ich mich etwas einsam, weil du nicht da bist. Ich helfe ein bisschen an Bord und deswegen bekomme ich auch etwas Taschengeld. Ich habe es dir beigelegt, hoffentlich nützt es dir. Mein Fernrohr kannst du auch noch für eine Weile behalten. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen, also lass du dich auch nicht unterkriegen, Ariel. Oh! Einen roten Rubin, yay. Na gut. Per Nachname, Tingle. Oh, du Dödel. Na gut, also wir machen uns jetzt erstmal... Ich mache mir hier mal ganz kurz die Karte auf. Ah, ja. Da ist die Terra-Insel, da wollen wir hin. Also in die Richtung. Auf geht's. Hui! Ach ja, gut, die Terra-Insel. Wie gesagt, da werden wir noch nicht hinkommen können, weil... Wir wissen es ja, habe ich ja schon im letzten Part erzählt, weil wir dafür die Items brauchen, die wir nur kriegen, wenn wir auch den Wirbelsturm kriegen. Also wenn wir Zyklos finden. Ja, von Zyklos müssen wir auch noch ein Foto machen und von Terry eigentlich auch. Hoppala. Sekunde mal, ich muss mal ganz kurz. Hier ist nämlich noch Album. Achso, ja, das können wir löschen. Das braucht keiner. Ja. So, auch wenn das ein sehr schönes Foto war, das muss ich ja mal zugeben. Ach ja, gut. Also wir brauchen einmal die Items, damit wir hier zu der Firninsel kommen. Damit wir nämlich da das Item kriegen, womit wir... Ich glaube, das ist dann dafür da, damit wir hier zur Terra-Insel können, ne? Ich bin auch gerade am Überlegen, ich habe den Bass hier ziemlich aufgedreht. Also jedes Mal, wenn dieses Bum, Bum, ne? Wenn das kommt, dann vibriert ja meine Tür voll übel. Ja, was soll's? Manchmal passiert so ein Scheiß halt, ne? Gut, und zudem könnten wir dann eigentlich auch mal zu den Feenkordialen, ja? Weil wir haben ja jetzt den Hammer, da können wir schon mal, ich glaube, zwei weitere entdecken. Aber erstmal gucken wir uns mal um. Da vorne ist schon die... Oh Gott, da vorne sind schon wieder Piraten. Nee, Sekunde mal, das ist ja gar nicht. Das ist... Schlag mich tot, Augenriff. Zwei Augenriff, ah ja. Interessant, da ist eine Truhe. Nee, das war keine Truhe, oder? Egal, irgendwann werden wir uns die auch mal angucken, denke ich mal. Weil man muss ja jetzt mal überlegen, das ist jetzt der 29. Part hier, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Das ist ja auch schon eine ganze Menge, wenn man... sich das so mal überlegt. Ich meine, häufig haben die Parts ja irgendwie eine Länge von 20 bis 30 Minuten, ne? Also, das ist schon sehr viel Zeit. Muss man ja mal wirklich sagen. So, kommt der Tornado, das wäre voll nett. Und so? Wahrscheinlich nicht. Ne, sieht nicht danach aus. Schade eigentlich. Gut, die Terra-Insel. Wir sind angekommen. Am Ziel unserer Träume. Mehr oder weniger. Der Terra-Tempel. Ne. Muss nicht unbedingt sein. So, ganz kurz. Ja, bremst mal ein bisschen ab.
Wunderbar. Und nein, nicht Segel setzen, sondern runter vom Schiff. Runter vom Schiff. Platsch. Na gut. Diese Steinfratze versperrt mir den Weg. Bisschen schwer. Was nun noch? Diesen Felsen kannst du mit deiner gegenwärtigen Kraft weder hochheben noch zerstören. Die Kraft, die dir dies aber ermöglicht, verbirgt sich zweifelsohne irgendwo auf See. Du musst sie nur finden. Na toll. Ach, ja nie wirklich. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Platsch. Toll, sind wir wieder baden gegangen. Ja, genau das Problem haben wir. Dementsprechend würde ich fast sagen, ja, was machen wir da, ne? Ne, das ist die falsche Richtung. Falsche Richtung, falsche Richtung. Einmal um die... Ja, großer Bogen um die Insel drum. Wir müssen nämlich nach Norden. Da ist die C4-Insel. Vielleicht schaffen wir es ja auf dem Weg dahin noch, den Wirbelsturm zu finden. Theoretisch gesehen müsste ich dann hier allerdings so ein bisschen langfahren. Was ist das denn? Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht. Hier ist ein U-Boot. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir das schon hatten. Ich meine nämlich, wir hatten das schon mal. Hier war nämlich, glaube ich, ein Herzteil drin, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Alter, der Bass. Oh, die Tür vibriert, da kriegt man Angst. Ja, hier waren wir schon. Fuck. Fuck, alles bum bum. Oh, aua. Ihr Arsch. Aua, Köppe. Hallo? Alles gut? Hallo? Ich sehe auch sehr viel. So, die ist weg. Oh Gott. Bomben. Überall Bomben. Schön auch, dass wir nicht mehr runterkommen. So, oh Gott. Oh, schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Au. Das ist ein bisschen gerade problematisch hier. So viele, aua, Ratten und... Oh, eine Bombe. Danke. Oh Gott. So, die zwei sind auch weg. Na, eine haben wir noch. Au. War es das jetzt? Auf jeden Fall sind da vorne Rubine. Ah, ich meine wirklich, hier waren wir schon. Ja, das hatten wir schon alles. Oh, Rubine weg. Na gut, dann nehmen wir halt die. Oh. Nee, aber ohne Scheiß, ich glaube, hier waren wir schon. Ich meine nämlich, hier war ein Herzteil. Das hatten wir nämlich schon mal, dass die ganzen Ratten auf uns zugekommen sind und durch die Gegend gebombt haben. So ein Müll. Gucken wir einfach mal. Ich meine, ja, hier waren wir schon. Hier waren wir schon, okay. Scheiße. Für fast für umsonst mal eben ein paar Herzen geopfert. Yay. Naja, zumindest hatten die Ratten ihren Spaß. Bis sie gestorben sind. So, Rote Leuenkönig, es geht weiter. Wir haben festgestellt, hier waren wir schon mal. Gut, kurz Richtungsänderung und zwar nach da und ab geht's. Hui. Ach, dieses schnelle Segel, das ist schon derbe praktisch, muss ich jetzt wirklich mal sagen, ne? So, wir fahren jetzt mal hier so ein bisschen durch die Gegend und holen gleich mal die ganzen Inseln, die wir noch nicht eingetragen haben. Das können wir dann oben eigentlich auch mal machen. Weil vielleicht, wenn wir Glück haben, treffen wir auf dem Weg ja irgendwie auf Zyklos. Das wäre sehr praktisch, weil dann könnten wir weitermachen. Weil ohne Zyklos kommen wir im Spielverlauf jetzt nicht weiter. Was ein bisschen doof ist. Alter, der Bass. Ja, ist gut. Ist gut. Der Bass hier basst durch die Gegend. Ich könnte ja eigentlich schon mal das Futter ein bisschen ausrüsten. Ne? So, den Hammer brauchen wir zurzeit eh nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hi. Er ist weg. Okay. So, da vorne müsste eigentlich die erste Insel sein, die wir noch nicht eingetragen haben. Ist es sogar, glaube ich. Also laut Karte ist sie zumindest nicht eingetragen. Ich glaube, das ist sogar die Insel, die wir brauchen. Die brauchen wir auch auf jeden Fall, weil da ist nämlich ein Triforce... nicht Triforce-Splitter, sondern eine Triforce-Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da kommen wir noch nicht ganz so hin, wie wir das wollen. Schön, dass schon wieder dunkel wird. Na gut. Ganz kurz gucken. Können wir von... Ja, Neptunas ist da hinten. Okay. Wunderbar. Zu Neptunas müssen wir... Eigentlich können wir das mal ganz schnell machen hier. Wir brauchen nur unsere Bomben. Moment, Moment, Moment. Wo sind unsere Bomben? Da. Ach, die sind schon ausgerüstet. Okay. Und zwar so. Bis da hinten hin komme ich, glaube ich, gar nicht. Okay, Seeschlacht. Tom, 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 ta, 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 ta. Seeschlacht ist auch immer toll, ne? Vor allem, wenn man sich bewegen kann dabei. Das ist immer... Ja, komm. Einmal hier rüber. Ich glaube, das war jetzt zu weit. So. Versuchen wir es mal. Ne, das ist zu weit. So. Ja, komm. Ja, schieß dich ab. Ah, versenkt. Treffer. Ahoi. Junge, das irgendwie macht das doch Spaß. Oh Gott. Aua.
So, komm. So macht man das. Und nicht anders. Ich sehe auch gerade sehr viel, muss ich zugeben. Ja, direkt vors Schiff sollten wir eventuell nicht. Das mit dem Steuern ist jetzt gerade ein bisschen dämlich gemacht. Muss ich zugeben. So, erstmal du hier. Ein bisschen weggeballert. Haha, der Vogel, den hat's auch erwischt. So. Ja, komm. Wunderbar. Das dürfte gewesen sein. Okay. Nee, feuern wollten wir nicht. Ich wollte eigentlich anhalten. Zurück. Okay. In dem Fall, ja, die Kanone, da tut uns nichts mehr. Die trifft nämlich nicht. Die ist so doof. Na gut, dann haben wir zumindest das hier schon mal geschafft. Dann müssen wir nur gleich gucken, wo Dings ist. Oh, wir haben auch sehr viel Leben, wie mir gerade auffällt. Haben ein bisschen was verloren bei der Seeschlacht. Scheiße. So, seht ihr mal. Guck mal, Triforce. Aber erstmal, hier gibt es nämlich Kohle abzustauben, wie sonst sowas. So, oh, noch ein roter Rubin. Oh, eine Bombe. Oh, ein gelber Rubin. Ah, Kohle. Okay, und jetzt Info. Hallo? Ja, die wollen mich verarschen. Info. Ah ja. Dieses Muster soll den Wind symbolisieren. Aha, also. Lied des Windes. Ja, da kriegen wir nämlich die erste Triforce-Karte. Da haben wir die schon zumindest schon mal weg, ne? Auf unserem weiten Weg der Suche nach dem Hurricane des Todes. Wow, das klang gerade sehr episch. Moment, so. Gut, das müsste meiner Meinung nach die erste Triforce-Karte sein. Und zwar vom Piraten-Captain Dreifuß. Nicht um... Ah, Triforce-Karte. Leider ist sie verschlüsselt und muss sie erst von jemandem... Das wird ja super. Weil das kostet übelst Kohle. Also deswegen dauert das wahrscheinlich auch sehr lange. Naja, aber wenn wir die Triforce-Karten schon mal zumindest haben, dann ist schon mal viel in Ordnung. So, jetzt müssen wir nur noch Neptunos finden. Damit er uns die Karte mal hier eindödelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die schießen ja trotzdem noch auf uns. Hä? Warte mal. Die kriege ich von hier aus. Wow! Nerv nicht. Bums. Okay, dann machen wir die hier auch noch schnell weg. Vielleicht können wir ja noch Schätze bergen, ich weiß es nicht. So. Totale Zerstörung. Ich würde sagen, wir haben gerade eiskalt die Piratenfestung übernommen. Okay, Neptunus? Bist du hier irgendwo in der Nähe? Da hinten? WTF. Vorhin war der noch wo ganz anders. Na gut, er ist ein Fisch. Er kann das. Ich bin jetzt auch gerade im Überlegen, ob es nicht eventuell sogar schlau wäre, mal kurz irgendwo anders hin und sich mal ein bisschen Leben zu holen, weil wir haben nicht mal mehr eine Fee. Wäre vielleicht ganz schlau, ne? Ja, ja, wir wissen, was du sagen willst. Aber zeichne uns doch erstmal die Seekarte an. Ja, schwimmende Festung. Wir haben die Festung übernommen, wollte ich nur mal so sagen. Ah, da hinten ist Dings. Ja, Dreifuß, ja, ja, ja. Habe ich schon geholt. Habe ich schon geholt, brauchst du mir nicht mehr sagen. So, da hinten ist Ichthusk. Fahren wir mal schnell hin. Weil wenn wir auf Ichthusk sind... Ist das Ichthusk? Haben wir Ichthusk noch gar nicht eingezeichnet? Nee. Gut, wir fahren gerade nach Norden. Okay. Gut, dann können wir bei Ichthusk nämlich gleich mal ein bisschen Leben besorgen. Also ein paar Tränke. Ich glaube nämlich, der Verkäufer da verkauft Tränke. Aber erstmal holen wir uns natürlich Neptunus, damit wir wissen, wie diese Insel hier überhaupt heißt. Wo ist er denn? Da. So. Fischfutter. Eigentlich ja Universalfutter, aber was soll's. Hey, Jungchen, ja, fall doch erstmal deine Seekarte auf. Bla, bla, bla. Wie kommt das eigentlich, dass die Farbe von dem Pinsel nicht verwischt? Ich meine, der ist nass. Ichthusk. Wunderbar. Haben wir Ichthusk auch drin. Wenn im Mond nachts... ja. Der meint das Geisterschiff. Nachts links ein bisschen fehlt. Wo ist denn Ichthusk jetzt eigentlich? Da. Wunderbar, da ist sogar der Terry-Händler. Da wollen wir nämlich hin. Hui. Da können wir nämlich gleich mal ein bisschen Leben auffrischen. Ich glaube, hier auf Ichthusk ist sogar ein Herzteil versteckt. Ey, Terry, nicht wegfahren. Das war jetzt schnell. Nein. Und geh mal von Bord. Ja, guck mal, Terry kommt uns sogar näher wie sozial. So, jetzt schnell hier hoch. Lalalala. Ich meine, hier verkauft er nämlich rotes Elixier und da wir zwei leere Flaschen haben. Ah! Na ja, ja, ja.
Ich will etwas kaufen. Und zwar da. Ja. Ja, ich weiß, ich bin dein Lieblingskunde. Noch ist ja gar nicht mehr so viel. 11 Punkte noch, dann haben wir die VIP-Mitgliedschaft. So. 20 Punkte, so. Und jetzt mal ganz kurz. Ich, Latatata, patatata. So, erstmal schön saufen. Jawoll! Und, na, auffüllen brauchen wir eigentlich nicht. Weil wenn wir eine Fee haben, dann holen wir uns die, Fee sehen, holen wir uns die und dann geht das weiter. Also jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das wäre natürlich am schlausten. So. Okay, wie gesagt, auf Ichthusk ist, meine ich, auch ein Herzteil versteckt. Ich wüsste jetzt nur nicht wo und ich will jetzt auch nicht danach suchen. Ich will nämlich, ehrlich gesagt, in diesem Part, wenn es geht, noch irgendwie, Dingenskirchen. Dingenskirchen? Ich will in diesem Part noch irgendwie mal so ein bisschen, ja, ist doch gut. So. Ja, ich hatte gerade meine Probleme mit der Karte, ja. Darf ich auch mal haben. So, jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Oh Gott. Wieso tut ihr mir sowas an? Wieso ausgerechnet Killer-Onas? Killer-Onas sind, die killen. Und so, ne? Deswegen heißen die auch so. Ich hasse Killer-Onas. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube ja, ne? Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich Killer-Onas hasse. Ah! Hm. Welche Insel wird denn das hier sein? Das wird irgendeine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Moin. Ich will nur... Neptunas ist da hinten. Neptunas ist hier vorne. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Halt, stopp. Sekunde mal. Langsamer, langsamer und... Oh Gott. Ich muss ganz kurz hier... Items. So, Futter, 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 Futter. Wieso habe ich das... Aua. Vorhin eigentlich nicht gemacht. Wo ist Neptunas? Da. So, schnell. Wunderbar. Und dann so schnell, wie es geht, hier wieder weg. Also richtig schnell. Oh. Ja, ja, ist gut. Ja, ja, Seekarte, komm. Mach hinne. Ich will diesen Ort so schnell, wie es geht, verlassen. Wow, Spiel hat gehakt. Ein Augenriff. Very interesting. Ja, bestimmt mal diese komisch leuchtenden Kreise im Wasser gesehen, oder? Ja. Ich weiß, dass da ein strahlender Schatz ist. Ja. Bis die Tage und tschüss. Tschüssi. Killer Onas kriegt mich nicht. Haha, da hinten ist der Turm der Götter. WTF. Wir sind gerade ein bisschen auf Abwägen. Sekunde mal. Wenn wir jetzt nach da fahren, da ist noch eine Insel, die wir noch nicht eingetragen haben. Außerdem mit etwas... Was ist das denn? Da ist schon wieder ein U-Boot. Oder? Tatsache. Schon wieder ein U-Boot und die Insel hier vorne müssen wir auch eintragen lassen. Das sieht auch aus wie ein Riff. Dann machen wir mal schnell das U-Boot. Oder haben wir das hier schon? Nee. Das hier haben wir noch nicht. Oder? Ich glaube nicht. Bam, bam, bam. Gewitter. Ich würde schon gerne den Dings noch finden. Das hat man. Hat man wohl. Das habe ich doch gesehen. Da hinten die Truhe ist nämlich offen. Hä? Wann waren wir denn hier? Das müsste ja schon ein bisschen. Platsch. Her sein. Okay, die Insel war da. Nee, von da kommen wir doch. Von da, moin, kommen wir und die da hinten wollen wir eintragen. Ich sehe Neptunas sogar schon. Das ist ja schon wieder ein Augenriff. Oh, ein Octorok. Wo kommt der denn her? Mysteriös. Gut, Neptunas war hinten irgendwo. Da, ich sehe ihn schon springen. Nerv mich nicht, ich nerve dich auch nicht. Oh, Sekunde mal, ich habe was Wichtiges vergessen. Das Futter. Sollte man vielleicht mal auswählen. Neptunas? Wo ist er denn? Da. Okay, Futter. Ja, ich weiß, das ist sehr spannend für euch. So spannend ist es aber auch für mich gerade. Oh, die Schatten sind sehr gut animiert, sehe ich gerade. Ja, ja, Seekarte auffallen, das müsste jetzt das 5-Augen-Riff oder so. Nee, das 5-Augen-Riff hat man schon 6 Augen. Ich weiß es nicht. 4 Augen? Ah, 6 Augen. Ah, okay. Okay, alles gut. Oh, scheiße. So viele Augenriffe. Der Marktstand. Der Besitzer lässt da doch einfach was zum... Ja. Ja, ich weiß. Da ist nämlich eine Flasche. Die eigentlich auch sehr praktisch ist. Sollten wir vielleicht auch mal überlegen, uns die zu holen. Allerdings würde ich trotzdem echt gerne erstmal hier, irgendwie mal so ein bisschen weiter vorankommen und langsam mal diesen scheiß Wirbelsturm finden. Gab's da eigentlich irgendwie so eine Faustregel, wo der auftaucht oder so? Ich weiß es nicht.
Da hinten ist schon wieder Ichthus. Da ist er! Guck mal, wenn man vom Teufel spricht, ist das nicht geil? Oh, Sekunde, ganz kurz, Item. Ja, mit 3 Feinden kommen wir sehr weit. Scheiße. Daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Dreistes Menschlein, dass du es wagst, dich unverfroren einem Gott zu nähern. Spüre den Zorn von Zyklos, dem Gott des Windes, und sei hinfortgetragen von meinem mächtigen Wirbelsturm. Oh, oh. Okay, wir haben ein kleines Problem. Wir haben nur 3 Pfeile. Yay. Aber, wisst ihr, was wir schon mal machen können? Wir können nämlich... Ja. Oh, das ging aber verdammt schnell. Scheiße. Ich wollte gerade... Ja gut, so weit waren wir nicht. Sind wir jetzt nicht weg. Bist du unversehrt, Lukas? Dieser Gott Zyklos scheint wahrlich einen argen Groll gegen alle Menschen zu hegen. Wenn du das nächste Mal den Wirbelsturm auf See siehst, dann versuche einen Bogen um ihn zu machen und nicht hineingezogen zu werden. Falls es uns jedoch irgendwie gelingen könnte, die Kraft der Wirbelstürme für uns zu nutzen, werden wir in die Lage, nur große Entfernungen auf See zurückzulegen. Mit Hilfe deiner Waffe, mit der du auf entfernte Ziele schießen kannst, sollte es dir möglich sein, Zyklos Kraft der Wirbelstürme zunutze zu machen. Ja. Schöne Scheiße. Ah. Ja, gut, wir haben nicht mehr genügend Pfeile. Das ist Kacke. Ach, Sekunde, ja. Wieso hat mich eigentlich kein Mensch von euch daran erinnert? Hallo? Es fällt mir gerade erst ein. Ja, ich wollte doch auch eigentlich nur kurz in den Turm der Götter. Weil im Turm der Götter haben wir nämlich auch noch eine Sache vergessen. Weil mich auch keiner von euch daran erinnert. Mein Gott. Jetzt schämt euch, ne? Ach. Aber ich habe selber nicht mehr dran gedacht. Genauso wie ich es vorher gesehen hatte. Fällt mir jetzt gerade so ein. Wunderbar, ne? Steigt auch mal das Wasser, bitte. Danke. So. Jetzt können wir nämlich hier rüber. Jetzt war hier irgendwo noch... Moment, Karte. Ja. Oben. Hier oben ist... Die Truhe, die ich... Oh Gott. Oh Gott. So. Ja, toll. Ein Pfeil vergeudet dafür, aber was soll's. Vielleicht kriegen wir ja... Nein, wir kriegen natürlich keinen Pfeil. Ein paar Pfeile wären nicht schlecht. Kriegen wir aber nicht. Arschlöcher. Aua. Na gut. Hier war jetzt irgendwo ein roter Tod, ne? Jo. Der ist er. Der ist er. Der irgendwie gerade so... So. Weg ist er. Gibt er ein paar Pfeile? Nein, kriegen wir natürlich nicht. Hallo? Hä? Wieso kriegen wir im Turm der Götter keine Pfeile? Na gut. Dürfen wir jetzt nicht verkacken, den Schuss? Achtung! Hier ist nämlich auch was versteckt. So, wunderbar. Ja, da guckst du, wa? Ego-Perspektive ist for the win. Na gut. Ja, weil keiner mich dran erinnert hatte. Ich glaube, das ist sogar die einzige Truhe, die wir vergessen haben, ne? Ich gucke ich gleich nochmal. Schatzkarte! Ich glaube, jetzt werden die Amos-Statuen nach vorne auch lebendig. Moment, so, jetzt hier ganz kurz gucken. Da ist keine Truhe mehr, da ist auch keine mehr. Da ist auch keine mehr. Gut, damit haben wir diesen Dungeon jetzt komplett gelöst. Wurde auch Zeit. Da Fug! Au. Das tat weh. Moment. Man kann die ja so einfach wie in Twilight Princess so besiegen, ohne sie mit einem Pfeil zu beschießen. Aber vielleicht geben die ja Pfeile. Das wäre voll nett. Nee, die geben nur Rubine. Wir haben keine Pfeile mehr. Hurra! Scheiße. Gut, damit können wir Zyklos auf gar keinen Fall besiegen. Das ist jetzt doof. Ja, und dieser Part hat schon wieder Überlänge, ich weiß. Tut mich auch leid. Ohne Pfeile kommen wir hier wirklich nicht weit. Scheiße. Gibt's doch nicht, ey. Gibt es doch nicht. Mein Gott. So, gut, dann müssen wir irgendwie mal gucken. Toll. Das heißt, wir müssen Zyklos wiederfinden und wir müssen auch noch Pfeile kaufen. Vielleicht hat Terry ja rein zufälligerweise irgendwie welche da. Weil hier vom Turm der Götter ist ja auch ein Terry-Händler. Ja, ich weiß doch. Das hast du eben schon mal gesagt. So, gucken wir einfach mal. Terry war eben noch hier. Da ist jetzt ein Wirbelsturm, wo Terry war. Ja, vielleicht ist Terry jetzt weg. Ne, da hinten ist er. Okay. Gucken wir mal ganz schnell, ob der Pfeile hat. Dann würde ich nämlich die Pfeile schnell kaufen. Und dann können wir im nächsten Part nämlich uns auf die Suche nach Zyklos machen. Oh ja, ich drücke immer den falschen Knopf. Das nervt. Naja, was soll's. Paschiert, ne? So. La-ta-ta-ta-ta.
Oh, bitter Pfeile da. Oh, er hat Pfeile. Wunderbar. Dann werde ich gleich erstmal so vollen Vorrat kaufen. Wie will ich haben? So, und ich glaube, einmal können wir noch, ne? Ich glaube, wir können 60 Pfeile. Oh, wir können noch 30 Pfeile. Okay. Hoppala, da war ja was. Scheiße. Na gut. Dann hopp. Mhm, schön nass. Dann würde ich sagen, beende ich hier auf hoher See den Part. Es tut mir leid, dass auch in diesem Part wieder mal nichts passiert ist. Außer, dass wir von Zyklos vom Winde verweht wurden, wenn man so will. Ja, und im nächsten Part würde ich sagen, machen wir uns wirklich auf die Suche nach Zyklos und werden ihn dann auch besiegen, ne? Also, bleibt dran, es wird spannend. Also, es wird spannender als heute. Na gut, wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar. Wenn nicht, dann wäre ein Kommentar auch nicht schlecht. Könnt ihr mir mal sagen, was euch nicht so gefallen hat und was ziemlich viel sein wird, schätze ich mal, weil halt nichts passiert ist, aber was soll's. Gut, wie gesagt, wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst einen Kommentar und wenn nicht, dann nicht. Oder auch, und ich sag jetzt Tschüss und bis dann irgendwann, euer RangeLP. Bye!